Das Asklepios Fachklinikum für Neurologie und Psychiatrie in Brandenburg an der Havel. Ein Standort mit einer mehr als 100-jährigen Geschichte. Heute ist die Klinik ein Zentrum moderner Nervenheilkunde. Experten der Fachrichtungen Neurologie, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeiten eng zusammen. Im Mittelpunkt steht immer das Wohlergehen der Patientinnen und Patienten. Die Kompetenz aus allen relevanten Bereichen wird in multiprofessionellen Teams gebündelt. So, Herr Hofmeister, hallo, wie geht's Ihnen? In der Neurologie des Asklepios Fachklinikum Brandenburg wird das gesamte Spektrum neurologischer Krankheitsbilder vom akuten Schlaganfall bis zur multiplen Sklerose behandelt. Im Bereich der Diagnostik werden zum Beispiel Angiografie, Gefäß- und Nervenultraschall sowie CT und MRT eingesetzt. Bei der Behandlung werden immer Belastbarkeit und die Lebenssituation der Patienten berücksichtigt. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie, ein weiteres wichtiges Segment im Angebotsspektrum der Klinik. Seelisch kranken Kindern und Jugendlichen aller Altersgruppen sowie deren Familien kann hier in Lebenskrisen umfassend geholfen werden. Ein Team aus Ärzten, Psychologen, Therapeuten und Pflegern arbeitet intensiv daran, zeitnah geeignete, schonende und erfolgversprechende Diagnostik- und Therapieverfahren herauszufinden und anzubieten. In der Erwachsenenpsychiatrie bietet das Asklepios Fachklinikum Brandenburg ebenfalls das gesamte Spektrum der psychiatrischen und psychotherapeutischen Therapie an. Es werden verhaltenstherapeutisch fundierte Gruppen und Einzeltherapien angeboten, die durch medikamentöse und somatische Behandlungsverfahren ergänzt werden. Waren Sie schon mal in der Psychiatrie zuvor? In allen Bereichen des Asklepios Fachklinikum Brandenburg gehen multiprofessionelle Teams auf die Bedürfnisse der Patienten ein. Flankierend werden Therapie und eine ambulante Nachbetreuung angeboten, um langfristig bestmögliche Genesungsperspektiven zu eröffnen. Das Asklepios Fachklinikum Brandenburg an der Havel. Gesund werden, gesund leben.